Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Ich habe hinten alles abgewrackt und jetzt sind wir hier schon wieder bei unserem neuen Container. Und zwar, wir waren ja hier und ich bin jetzt hier hochgefahren. Uns gefiel ja das Gebiet ganz gut. Vielmehr mir gefiel das Gebiet ganz gut. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, ich muss einmal was gucken, alles klar. Dann ist mir aufgefallen hier, ich habe ja, glaube ich, unsere Batterien geladen. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Das geht hier echt fix. Das geht hier im Anschluss echt fix. Ich bin also sehr überrascht. So, okay. Stopp, nochmal einmal zurück. Ich muss euch noch was zeigen. Schaut mal, guck mal, ab und zu gibt es ja einmal Grafikgeschichten. Moment, ich gehe einmal rauf. Aktiv, aktiv. Ah, jetzt. Nee, das habe ich immer falsch gedeutet. Die vier fehlen noch. Also es fehlen noch vier Nein. Naja, ich mache den Kragen gleich weg. Das wollte ich doch alles nicht. Ich wollte raus. So, ja. Okay. So, wir wollten Tablets. Gehen wir rein. Würde ich sagen, gehen wir durchforsten hier alles. Und da ist schon mal ein Arztkoffer. Tablet liegt, glaube ich, draußen. Ich müsste ja vielleicht auch mal wieder den Scanner nehmen, ne? Nur mal so aus Spaß, falls es hier irgendwas Neues gibt. Gehen wir einmal mit dem Scanner durch, aber ich glaube Oh, hier die Bank. Aber haben wir die Bank nicht schon? So, Siegbehälter. Nee, die Bank haben wir. Oh, Bilder. Oh, Junge. Ist das mit euch? Das ist das Gleiche, den nicht. Ja, ich vergesse das. Was ist das denn? Kleines Display. Ja, bin ich mal gespannt, was wir damit machen können. Wie gesagt, also die Stationsgeschichte mit Aufbauen und so kommt noch, auf jeden Fall. Dann eskalieren wir hier mal ein bisschen, hoffe ich. Nein. Was machst du denn? So, nein, Mensch, aus. Oh, ich dreh durch. Ich um meine Tasten. So, okay, also, übrigens. Hier wird ja mittlerweile gemunkelt, dass es ja Aliens auf dem Planeten gibt, ne? So, dass hier so das eine verwenden. Achso, ich kann mich da hinsetzen. Echt? Ging das schon immer, Leute? Ja, was war das? Ich glaube, klar ging das schon immer, ne? Aber wer will sich hier schon an den Schrank setzen? Na, dass so kleine Gizmos, irgendwelche Sachen stehen. Ich dreh durch. Ich bin mit meinen Tasten noch nicht so im Reinen. So, etwa Licht. Hab's jetzt für ein paar Tage nicht gespielt. War was anderes auf der Zettel gehabt. Das ist draußen. Das holen wir gleich. Da war noch Nahrung. Ja. Aber ich denke mal, also, nein, jetzt mal im Ernst. Es scheint ja wohl doch noch den ein oder anderen Bug zu geben, gerade was das Inventar von Boxen und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster Containern, weil da kenne ich das eigentlich her. Oder wir haben es ja auch schon bei uns gesehen mit den, sagt mal schnell, mit der Kiste. Noch eine Anzugsbatterie. Na super. Aber naja, gut. Hoffen wir mal das Beste. Wir sind ja noch im Early Access und ich hoffe ja, dass die Herrschaften denn noch hübsche Dinge tun. Da wird ja auch noch genug kommen. Einmal Nahrung. Einmal Nahrung. So. Wie gesagt, ich bin ja echt auch mal gespannt, wann der Roboter kommt und so.
Ich glaube, hier warst du schon drin. Aber naja, gut. So, gut. Weiß zufällig jemand, sind hier diese Würfel eigentlich schon? Ich sammle die gar nicht ein. Zauberwürfel? Also, ich kann mir gut vorstellen, weil es da ja ein paar von gibt, dass es da vielleicht nachher auch was. Oder wartet mal, kann man da schon was mitmachen? Ich sammle mal einen ein. Ich habe die ja nach dem. Wo war der denn? Nach dem Update gar nicht mehr eingesammelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht dann auch was. Nee, die kann ich nicht mal mehr einsammeln. Ist höchstwahrscheinlich doch nur ein Deko. Aber das wäre zum Beispiel so ein Zauberwürfel, hätte ich mir gut vorstellen können, um zum Beispiel irgendwie Intelligenz oder so hochzufahren, ne? Aber naja. Und wie ich ja auch schon mehrfach gesagt habe, ich würde es ja feiern, wenn man hier reinbringen würde, die Zeit steuern zu können. Wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator. So, das nächste Tablet. Wollen wir mal sehen, was wir hier Schönes haben, oder Leute? Wollen wir doch mal gucken. Verwenden. Was haben wir denn? Große Antenne. Ah, ich weiß nicht. Wir können ja mal reingucken, wo stehen wir denn überhaupt? Obwohl, letztendlich wird uns das denn hier angezeigt. Was ist das denn? Ein Konzentrat, der Sauerstoff aus der Marsatmosphäre extrahiert und komprimiert am Forschungstisch freischaltet. Ach, warum habe ich das noch nicht gemacht, Leute? Das kann ich doch hier alles freischalten. Große Pflanzenkiste. Gut, da bräuchte ich. Hier bräuchte ich nicht. War ja sehr intelligent von mir wieder mal. Wieder das übersehen. Okay, aber hier fehlt uns dann tatsächlich nur noch die große Pflanzenkiste und die große Kuppel. Dann wären wir mit der Botanik durch. Dann haben wir. Dann haben wir hier. Was ist das? Baupause. Benötigt automatische Panelreinigung. Okay, ich glaube, das ist für uns eigentlich gar nicht mehr so, weil ich ja doch eher nachher hier den kleinen. Ach so, das war die große Antenne. Ich wollte gerade sagen, das ist der, dieses Uranding hier, unser Reaktor. Ich wollte gerade sagen, hast du den? Ich habe den schon freigeschaltet. Nein, hast du noch nicht freigeschaltet. Nee, also auf jeden Fall das, aber ich würde es machen, mal zu sehen, wie das aussieht, natürlich. So, große Antenne ist am Start. Hier, das fehlt uns auch noch. Blaupause. Also hier fehlt uns noch eins, zwei, drei, genau, Kilopower, ne? Kilowattpower. Eigentlich vier Blaupausen noch. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich quatsch schon wieder viel zu viel, ne? Anstatt mal loszulegen. Tatsächlich fehlt uns der große Schredder. Ja. Die Startrampe, was ist das? Controller. Ach so, das muss ich auch noch freischalten. Naja, gut, das ist ein Erforschungsding. Das habe ich bloß erstmal auf Halde gelegt. Okay, ja. Ja, gut, kommt. Wir gehen mal weiter. Wir fahren. Also, wir brauchen noch einen Haufen. So, ich schnapp mir erstmal das Z nochmal. Wir gucken nochmal, ob ich hier irgendwas liegen gelassen habe. Ich würde mal sagen, ich werde hier das mal alles niederstrecken. Ding, 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 ding. So, das strecke ich mal nieder. Wir machen mal so die ersten zwei Sachen zusammen. Und den Rest mache ich dann alleine und dann treffen wir uns gleich wieder an der nächsten Base. Wieso, ne? Oder? Weil Material können wir noch gut gebrauchen. Ich auch, wenn ich nicht viel Bock habe. Ich meine, es geht ja fix, aber. Naja. Tun wir Dinge. So. Die Station hätten wir auch. Hier haben wir mal ein kleines Lager, eine kleine Zwischengeschichte. War nichts drin hier. Hier ist Nahrung. Nahrung ist gut. Oh, jetzt wollte ich euch eben was erzählen. Ich habe eben noch was im Kopf gehabt. Ach ja, stimmt. Hier, passt mal auf. Na, war da wieder falsch. Ich habe mir die Tasten wieder umgelegt. Wir haben doch die Batterie gefunden. Und guck mal. Ist sogar eine volle. Eine volle Anzugsbatterie, das ist bei mir Premiere. Ich muss auch ehrlich gestehen, ist schon wieder ein neues Update rausgekommen. Ein kleines. Also ich bin jetzt ja bei. Was war das? Wo stand das doch? Darum steht es doch. 0.185.1. Ja, was geil auf der Pfanne. Ey, das geht ja alles so. So. Solarzell? So schnell. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, kann es sein? Wo ist das denn? Wir waren doch hier gerade drinne, oder?
Das lacht doch da eben noch nicht, oder? Hier lag doch gerade eine Solarzelle und ein Motor drin. Oder habe ich das da... Ne, die ist noch zu. Aliens? Doch? Noch Aliens? Ich weiß es nicht. Effizientere Paneele. 2. Oh, cool, 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 cool. Also ich tendiere tatsächlich... Also ich muss sagen, mir gefällt die Gegend hier wirklich gut. Na, ich meine, das Ding ist hier ja riesig. Also ich glaube, wir könnten hier noch, was weiß ich, wie weit fahren. Nochmal Saat. Aber hier sind so viele Ressourcen an Stein. Also in Form von Stein. Wir haben jetzt schon Silizium gefunden. Was ist das? Ja, ich weiß, das sind Kanister. Aber die können wir ja gänzlich gar nicht gebrauchen, außer die komplett aufzudröseln. Ich meine ja nur, nicht, dass hier gleich wieder irgendwas liegt. Ja, also dieses Gebiet, weil... Also hinten, denke ich, werden wir nicht mehr zurückfahren, eventuell nur um Sachen zu holen. Das eigentliche... Halt, ich meine, aber da weiß ich noch nicht, ob sich das lohnt. Aber man vertut sich da, so weit ist das ja gar nicht. Aber wir fahren auf jeden Fall noch. Wir fahren noch und dann holen wir uns auch noch... Im Moment ist das alles nicht ganz so wichtig. Wir können da oben nochmal rauf. Da ist noch ein Saatbehälter. Nee, was ist das? Sprengstoff! Sprengstoff ist gut. Sprengstoff kann ich nicht wirklich, wie wir ja gesehen haben. Ey, das war echt blöd, ey. So was. Sprengstoff ist so eine Sache. Da unten sind noch Schrauben. Es wird aber auch wieder dunkel. Ding. Wo waren die Schrauben? Ich habe gerade Schrauben gesehen. Freunde, wo sind die Schrauben? Da. Wieso? Ich wollte gerade sagen, ist er. Ich bin mir ja nicht sicher, aber. Hier ist schon. Ah, wie spät haben wir das? 18 Uhr und ich würde sagen, dann gehen wir einmal schnell schlafen, damit wir es wieder hell haben. Ja. Sauerstoff ist okay. Wasser. Hydration ist okay. Hunger ist okay. Anzugsbatterie ist okay. Komm. Wir machen hier mal zu. Akkustand unseres Roomers liegt bei 93%. Ich würde sagen, wir pennen mal bis 7. Bis 7 Uhr. Und dann geht's weiter. Dann zerlegen wir das Ding und fahren zur nächsten. Keine Angst, den Abwurfcontainer habe ich noch, aber wir machen jetzt erstmal das Gebiet fertig. Habe ich noch im Kopf. Wir machen erstmal das Gebiet fertig. Ich werde hier auch noch nicht bauen. Also wie gesagt, das. Vielleicht finden wir noch was anderes. Aber ich finde es schön, hier ist es relativ eben. Man kann ziemlich weit und schön bauen. Weil da bei uns da hinten auf der Ecke, da war mir zu hügelig. Auf, ab und ach, gefährlich für mich. Gefährlich. So, ich glaube, wie sehen unsere Werte aus? Soweit noch okay. Wurde erkannt, überprüfen Sie die Daten auf dem Tablet. Ein Ressourcenabwurf. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nein, das ist mein roter Punkt vom Dings. Noch ein Ressourcenabwurf. Ah, okay. Okay, okay, okay. Höchstwahrscheinlich 30 Kilometer entfernt. So, ist hier was? Haben Aliens hier was reingeschmissen? Nein, also, Schleifer raus. Machen wir platt. Mal gucken, wo ist meine Anzeige? Geht das nicht? Da ist nur die Anzeige weg. Gesundheit, Ausdauer, Sauerstoff, alles super. Batterie ist auch noch okay. Kann ich die Dinger denn nicht hier abpacken, Leute? Scheint ja nicht, oder?
Warum geht denn King doch sonst? Oder das ist nicht so eine ganz ausgereifte Nummer. Oder es wird halt nur der Kranz nicht angezeigt. Ich weiß es nicht. Aber anscheinend geht er nicht. Ich guck gleich nochmal von oben. Was gibt es hier? Rohr. Kleines Rohr. Kleines Rohr. Warum eigentlich kleines Rohr? Gibt es auch ein großes Rohr? Im Moment noch nicht. So, oder muss hier oben erst alles weg? Nö, irgendwie anscheinend kann man die Gestelle nicht mehr abfragen. Ah, wie gesagt, vielleicht wird auch nur der Kreis nicht angezeigt, aber ansonsten wäre doch schon lange was passiert, oder? Stativleuchte. Achso, wartet mal. Hätte ich die Stativleuchte eigentlich... Was ist das? Hat das einen Namen? Kann ich die scannen? Ich kann die Stativleuchte scannen. Oh, wartet mal einen Moment. Nee, ich kann die Gerüste kann ich nicht scannen. Ah, wir haben ja keinen Sound. Stativleuchte 3. Ich weiß auch gar nicht, aber das werden wir alles noch rausfinden, ob man die richtig benutzen kann, ne? Dass das auch leuchtet, dass wir eine hübsch haben. Also da werden wir uns die Lobby, werden wir uns schön machen. Auch wenn man's, wenn das um nicht spielentscheidend ist, aber da machen wir mal, da gucken wir mal, was das alles geht, weil das alles kann. Also das wird auf jeden Fall, aber wir müssen, ich möchte schon gerne jetzt erstmal die ganzen Tablets und so haben, dass wir wirklich alles haben, was gibt. Aha, hier geht, guck mal hier, aber ja, vielleicht solltest du erstmal auf die andere Seite gehen. Weiß ich nicht. So, aber höchstwahrscheinlich bricht gleich alles zusammen. Nee, das war nur... Schwupps. Das geht irgendwie noch nicht, warum auch immer. Doch, warte mal, da war doch eben. Nee. Also wundert euch nicht, hier scheint wieder ein... Entweder habe ich hier jetzt mit meinen Kopfhörern... Nee. Irgendwie habe ich hier ein kleines, wieder mal einen kleinen Soundbug. Habt ihr das eigentlich auch? Habt ihr auch Probleme bei dem Sound? Dass das mal und mal nicht und naja, ist ja auch Wurst. Dieses ewig, ist ja auch ein bisschen nervig. So, gleich haben wir es. Dann fahren wir zum nächsten. Ja, immer alles alleine will ich auch nicht machen. Gehört halt dazu. Und ihr könnt mal sehen, was irgendwo drin ist. Hier scheint ja in diesen Kanistern hauptsächlich kleine Röhren und so drin zu sein. Und ich schätze mal auch Aluminiumplatten. Und da ist noch eine Leuchte. Vielleicht können wir die auch noch scannen. Kann ich die scannen, Leuchte? Nein, kann ich nicht. Aber höchstwahrscheinlich habe ich die schon. Ah, da stand ja auch Schrott. So, also hier irgendwie kann ich nichts machen. Vielleicht kann ich noch die Treppen abfrickeln. Ja, gut, da steht Schrott. Schrott kann man nicht scannen. Oder wer will schon Schrott scannen? So. Okay, ja, dann haben wir hier alles weg und wir fahren mal zum nächsten. So, das wäre da vorne. Das ist schon wieder was Größeres. Das mache ich dann auch wieder separat. So, natürlich den Scanner am Start. Ist hier noch irgendwas? Ein bisschen schade, dass er nicht gleich die Steine mit scannt, ne? Aber naja, gut, wir wollen es ja nicht übertreiben.
Hier ist was, aber da würde ich dann sagen, das ist... Nee, Wasser ist das nicht. Was ist das? Calcium? Wollen wir mal gucken. War das? Ah, da. Wenn wir mit meinem Fahrzeug hinfahren sollen. Calcium. Calcium. Dann machen wir das doch. Ein Icon, ein Dings, ein Name. Calcium. Warum macht er das so komisch? Nee. So. Okay. Da waren wir. Wir wollten nach einem Tablet schauen. Ja, ansonsten, wir haben den Rover, wir brauchen Sauerstoffdinger wieder auffüllen. Das finde ich, wie gesagt, hatte ich ja schon mal erwähnt. Fand ich jetzt schon mal ganz gut, dass das jetzt auch mal ein bisschen sinniger ist. Oha, hier hat es auch zerlegt. Gehen wir mal rein. Ah, da ist ein Strömekabel. Das hätte ich gerne als erstes. Es hat nicht, da liegt noch ein Helm drin. Nee, das ist ein Moped. Ein Motor. Ein Motor. Das ist noch eine Anzug. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben eine volle Anzugsbatterie hier im Dings. Da steht nichts weiter. Ja, jetzt kriegen wir anscheinend... Ich gehe mal jetzt davon aus, es ist mal wieder ein Update, ein kleines Update rausgekommen. Ich habe bei Steam tatsächlich nicht geguckt, weil wir haben sonst immer leere Anzugsbatterien gefunden. Also wenn wir jetzt nur volle Anzugsbatterien finden würden, ne, dann soll man es mixen. Wisst ihr, ich habe ja Verständnis da, also nur leere ist langweilig oder so halbvolle. Ich weiß ja nicht, eigentlich ist ja alles machbar heutzutage, ist halt dann nur der Aufwand, ne? Den man hat. Aber hier waren wir schon, da warst du schon. Du musst hier zu dem Kaputten. Also wenn man es mal mixt, aber vielleicht ist das ja so. Vielleicht habe ich jetzt auch nur Glück und das Spiel hat gesagt, komm, heute bekommst du ausnahmsweise mal. Ist doch klar, da ist natürlich was drin. Ich weiß, dass es geht. So, du musst dich nur mal ducken, Eule. Stahlplatine. Da muss aber mein Tablet. Noch habe ich kein Tablet gefunden. Nee, du musst so geduckt. Aber oben, wir haben hier oben auch noch. Wir haben oben auch noch. Helm. Helm würde ich aber tatsächlich liegen lassen. Saatbehälter. Da ist das Tablet. Schauen wir gleich mal rein, was wir hier Schönes haben. Große Pflanzenkiste. Bingo. Dann haben wir den Slot auch schon mal. Scanner. Aber ich glaube, hier haben wir ja schon so gut wie alles durchgescannt. Hier zumindest.
Ja. Okay. Es sei denn, ich habe wieder was übersehen, dann sehe ich das beim Schneiden. Ach ja. So, hier war alles weg, ne? Ja, hier war alles weg. Unten liegt noch was Platinisches. Man kann sich das Leben auch schwer machen. So. Hier werden wir auf jeden Fall wieder jede Menge Electronics bekommen. Ich habe auch, aber Sicherung habe ich gar nicht so viele gefunden. Und die sollen ja auch irgendwie so ein wenig aktiv sein. So, was machen wir jetzt? Was sagt die Zeit? Ich habe immer noch keinen Sound. Von der Säge hier, von der alten. Hunger, Anzugsbatterie. Ja, okay. Dann würde ich sagen, mache ich noch einmal hier das alles weg. Dann sehen wir uns nachher wieder bei der nächsten Station. So, wir nähern uns der nächsten Station. Die da hinten habe ich terminiert. Mal eben gerade kam ein Warning. Ah, schlechtes Wetter, schlechtes Wetter. Okay. Da hinten ist noch eine größere Station. Also im Moment fahre ich nur auf Sicht. Das da war unsere Calcium-Geschichte. Hier sind auch noch ein paar größere Geschichten. Da hinten scheint ein Eingang zu sein, wenn ich das eben richtig erspäht habe. Oder war das ein Schatten? Dann würden wir da nämlich in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, da hinten müsste was Uraniges sein. Wenn wir da nicht schon gewesen sind. Vielleicht sollte ich mir das bei Gelegenheit auch mal markieren. Aber ich glaube, da waren wir noch nicht. Wir schauen mal. So, okay. Weiter, wie ich würde sagen, hier in den letzten Zuckungen werden wir hier nochmal schnell. Ist das ein Hangar? Nee, ist kein Hangar, ist eine Lobby, ne? Einmal hier das Ganze durchforsten. Dann werde ich das auch wieder frisch machen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten. Also wenn ihr mal mehr sehen wollt, wie ich hier nur stumpf Sachen zersäge, ne? Wenn ihr sagt, das sind euch zu viele Blenden, zieh lieber so durch, schreibt es gerne in die Kommentare, ne? Also ich meine, ja, Blenden sind immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber ansonsten würde man ja nur 50 Folgen nur sehen, wie ich hier am Zerschnetzel. Ich meine, ich bin eh nur am Zerschnetzeln, aber dann hält sich, sind das vielleicht nur 49 Folgen und keine 50. Nein, ihr wisst ja höchstwahrscheinlich, was ich meine. Ich könnte es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ab und zu nehme ich euch ja auch gerne mal mit hier, wenn wir was zerhexeln, weil ich denn keine Lust habe, euch. Oh, das ist eine neue Lampe. Das alles immer alleine zu machen hier. Irgendwas super Tolles. Ich muss aufpassen wegen dem Sturm, ne? Aber ich schätze in den nächsten 6 Stunden. Nee, mal weg und dann drückst du mal. Da ist ein Helm drin, nee, ist ein Motor. Komme ich immer darauf, dass ein Helm drin ist. Weil sonst Platine, sonst waren ja immer Helme. So, hier ist, da ist, da ist. Ich glaube, da in die Luke kriege ich nicht auf, ne? Ja, ich meine, ich finde es ja auch cool, wenn man so Sachen findet, aber mach mal auf, dass ich mich hier mal bewegen kann. Jetzt habe ich wieder keinen Sound. Eben als ich hatte eben nur einmal kurz vorsichtshalber zwischengespeichert, da hatte ich Sound wieder. Junge, Junge. Da geht's nicht mal raus. Da musst du hier lang. Hier sind wir durch. Achso, was ich sagen wollte, ich würde es auch cool finden. Sicherung finden wir ja auch das eine oder andere Mal, aber ich würde es cool finden, wenn man halt so Bodenluken aufmachen muss, um die Sicherung da zu finden. Also nicht, dass die immer irgendwo rumliegen, sondern dass man dann wirklich sagt, hier, da, ja, wie ein Loot-Container. Ich meine, macht ja auch Sinn. Hier solche Bodenluken oder
Sicherung an den Wänden, weil Sicherung an den Wänden wie bei uns habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Spielwitzst du mich jetzt? Da ist Zement. Das muss ich denn wo? Oder sind das? Moment. Gott, ist das nur ein. Ist das nur ein Regal? Ich glaube. Ansonsten fällt gleich alles uns von den Füßen runter. So, da haben wir unseren Fugenmörtel. Nein, das willst du nicht. Ah, die eine Kiste ist auch voll mit Platin. Da ist Sprengstoff drin. Ja, die Batterie habe ich auch einmal gewechselt. Ah, da oben ist unser Tablet. Aha. Komm, Tablet. Oh, da ist noch ein Saatbehälter. Warning. Der fertige Werk kommt in 3 Stunden. Na, super. Großer Steinbrecher. Dann haben wir das ja auch. Dann haben wir den auch. Das ist super. So, wo habe ich denn jetzt... Ich habe doch eben gerade... Da. So. Okidoki. Dann würde ich sagen, ich spring mal in die nächste Folge, wa? Da war ich. Den Rest brack ich ab. Waren wir hier auch schon? Ja. Okay. Wir haben ja das Gold der Begierde, hätte ich fast gesagt. Ist er eh schon wieder? Wo ist denn unser Flievertüt? Wo ist unser Rover? Rover! Da, wo ich dachte schon. Gut. Ja, also Leute, wir sehen uns dann übermorgen, würde ich sagen, wenn das hier weitergeht. Ich werde sehen, dass ich den Sturm wegkriege und dass ich das hier auseinander zersägt bekomme. Und dann geht das hier weiter. Dann geht das hier weiter. Also, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und macht's gut, euer Maruk. Ciao.